So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, Weihnachten ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest. Bei uns war es sehr ruhig und wie gesagt, ich habe ja nicht viel vorgehabt eigentlich. Ich wollte eigentlich Videos drehen, aber wir haben dann noch Besuch bekommen und ja, wie soll es anders sein? Ich bin natürlich nicht zu den Dingen gekommen, die ich eigentlich alles, also die ich alle machen wollte, ne? Ich wollte ja mehrere Videos drehen und jetzt habe ich mir aber heute vorgenommen, ich zeige euch mal die neue MAC Face and Body Foundation. Ich hatte euch die ja schon längst mal angekündigt vor langer Zeit und war auch beim Friseur. Nicht wundern, es ist ein bisschen kurz geworden. Es sollte nicht ganz so kurz werden, aber es ist jetzt so. Es wächst aber bei mir ganz schnell wieder nach. So, und ich zeige euch jetzt mal die Face and Body Foundation von MAC. Und zwar habe ich die schon einige Tage getestet. Ich werde mir jetzt erstmal mein Mikro anstecken. Das passiert auch live hier alles. Okay, ich habe vergessen, mein Mikro anzustecken, aber an ist es auf alle Fälle. Ja, und ich wollte euch diese Foundation zeigen, weil ich die schon jetzt ein paar Mal ausprobiert habe und ich finde sie richtig, richtig klasse. Das wird eine Foundation werden, die ich im Sommer lieben werde. Das weiß ich jetzt schon, weil sie natürlich nicht ganz so deckend ist, weil so eine Face and Body Foundation ist klar. Ich habe die auch schon mal auf den Händen und auf den Armen angewendet, als ich mal ein paar Fotos oder ein paar Bilder gemacht habe für Instagram und Facebook, wo ich meine Nagellacke immer vorstelle oder irgendwelche Neuigkeiten, wie jetzt zum Beispiel dieses Video oder die Foundation hier von MAC. Und da habe ich gemerkt, dass sie auch super, super dafür zu benutzen ist, ne? Aber ich habe mir gedacht, ich werde sie euch jetzt trotzdem zeigen. Man kann sie nämlich auch ganz gut schichten. Das heißt, ich habe sie teilweise so zweimal aufgetragen und dann hier unten unter meinem Auge, hier so in dem Bereich, habe ich es nochmal mit den Händen eingeklopft. Die ist so flüssig, es ist wirklich eine Flüssig-Foundation. Die könnt ihr super gut mit den Händen auftragen. Ich trage sie trotzdem mit meinen heißgeliebten Bürsten auf oder vielmehr mit einer heißgeliebten Bürste von Artis und werde euch gleich zeigen, wie ich das mache. Ich fange einfach mal an. Ich starte. Ich zeige euch, was ich mir dann noch ausgesucht habe, was wir heute noch nehmen, um so einen kompletten Look fertig zu machen. Mir fällt gerade ein, die muss unbedingt geschüttelt werden, ne? Also nicht vergessen, die müsst ihr immer schütteln vorher und man hört auch schon, dass die sehr, sehr flüssig ist. Aber wie gesagt, ich liebe sie, weil sie ist wirklich fantastisch. Also ich mag sie gern. Ich zeige euch auch gleich nochmal, das habe ich jetzt ganz vergessen hier heute. Ja, lange kein Video gemacht, Astrid, ne? Wenn man lange kein Video macht, dann hockt man hier auf einmal und vergisst die Hälfte. So, ich halte noch meine Kamera und zwar mal die Farbnummer N2AC5. Und das ist diese hier. Ich hatte vorher eine aus der C-Reihe mir bei Douglas bestellt, weil in einem der Kommentare gestanden hatte, ja, die wäre super und die wäre nicht so gelbstichig. Man sollte also die C-Reihe nehmen. Ich weiß nicht, wer da so glorreich war bei Douglas, aber auf alle Fälle war es ein Kommentar von jemandem. Ich habe hinterher nur gedacht, na toll, die war so gelbstichig, da bin ich ja gleich wieder hin und habe sie dann im MAC Store umgetauscht. Bin also extra nach Braunschweig gefahren, ne? Nochmal liebe Grüße an alle Braunschweiger. Ich glaube, ich hatte es aber irgendwie schon mal erzählt. Und ja, und habe sie dann da ganz locker umgetauscht. Also super nett, gar kein Problem. Auch wenn ihr mal was bestellt, könnt ihr hingehen, die tauschen es euch wieder um. So, ich mache jetzt nochmal was drauf und zwar für meinen Hals. Ich werde den nämlich heute auch ein bisschen mitnehmen, damit das nicht ganz so von den Übergängen so ist. Ich habe es in den letzten Videos auch schon mal gemacht, dass ich den Hals nur abgepudert habe mit einem Puder von L'Oreal. Ich möchte es euch gerne mal zeigen. Ich habe damit auch schon mal mich komplett geschminkt und habe gedacht, Donnerwetter, geht sogar nur mit Puder. Ich habe mir gedacht, das werde ich euch mal zeigen. Ich werde jetzt einfach loslegen. Ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit. Also wie gesagt, der Besuch ist weg. Ich brappel heute noch mal ein bisschen und können wir ja ruhig machen. Es ist zwischen Weihnachten und Neujahr. Denke mal, einige von euch haben vielleicht auch Urlaub oder ja oder auch nicht, ne? Ich weiß ja nicht, in welchen Berufen ihr immer arbeitet. Wenn ihr Pflegeberufe habt, dann müsst ihr teilweise auch arbeiten. An die Leute denkt ja meistens keiner. Man denkt immer, wenn man frei hat, alle haben frei. Aber der Einzelhandel hat nicht frei und die Pflegekräfte haben nicht frei. Ja, die müssen halt ran, ne? Okay, so, ich habe es jetzt erstmal zweimal aufgetragen und das reicht mir hier auch heute erstmal so. Ich werde wahrscheinlich auch heute gar nicht mehr weiter weggehen. Ich werde mich also nur für euch schminken und noch für ein zweites Video, was ich hinterher drehen werde. Und werde jetzt hier unterm Auge einfach mal ein bisschen was einklopfen. Achso, du kannst den Spiegel auch wieder hochklappen. Es ist so, wenn man hier sitzt, ne, runtergedreht für den Halsbereich und so, und jetzt könnt ihr schon sehen, dass man die auch noch mal so
So ganz flüssig wie sie ist, kann man sie eigentlich ganz gut nochmal drüber klopfen, ne? Weil wer so Rötungen hat wie ich, zum Beispiel habe ich mir jetzt wieder meine Haare entfernt und auch hier unten am Kinn. Und dann ist das manchmal so, dass dann die Haarwurzeln, also da, wo die Haare rauswachsen, ne, manchmal so ein bisschen, ja, dass das so gerötet ist am Kinn, ne? So, ich mache das eben mal von meinen Fingern. Die ist aber so flüssig, ihr seht die kaum, ne? Also ihr habt nicht irgendwie bei einer anderen Foundation, habt ihr dann so einen richtigen dicken Rand oder von dem Make-up halt, und das ist hier also nicht der Fall. Ja, jetzt habe ich sie aufgetragen. Das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist, dass ich mal ganz kurz meine Augenbrauen mache. Und die mache ich aber alleine, weil ich brauche da mal Ewigkeiten für. Und ja, ich muss mal gucken, dass ich da irgendwie mal schneller werde. Ne? Dann kann ich es euch auch mal zeigen, wie ich es mache. Aber ich mache es genauso wie alle anderen auch. Und ich werde es mal eben schnell fertig machen. Bis gleich. So, jetzt habe ich eben mal schnell meine Augenbrauen fertig gemacht. Donnerwetter, heute ging es ja echt mal schnell. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Kamera angelassen. Ja, ich habe es heute einfach mal nicht so, ne, einfach. Ich habe gedacht, okay, du gehst nicht mehr weg, du brauchst nicht ganz so ordentlich machen. Schwupp, schwupp, schwupp. Und eigentlich finde ich es hier im Spiegel ordentlicher, wie ich es manches Mal sonst hatte. Naja, ist egal. So, was ich euch aber noch erzählen wollte. Wir haben eine neue YouTuberin oder eine neue alte YouTuberin. Und zwar die liebe Anke. Und zwar hat die Anke vorher einen Kanal gehabt, da hat sie immer so, ich glaube, Bastelvideos gemacht. Ich weiß es nicht mehr jetzt ganz genau, weil da habe ich nicht unbedingt vorbeigeschaut. Aber sie hat mir halt geschrieben, dass sie gerne Beauty-Videos machen würde, und sie hat sich immer nicht getraut, weil sie auch schon so im, naja, in unserem Alter ist, ne, oder meinem Alter wahrscheinlich. Also ich bin ja 50, werde 51, und da habe ich ihr gesagt, mein Gott, danke, ich mach's auch, und es wird mal Zeit, dass noch ein paar andere dazukommen, mach's doch einfach. Ja, und dann hat sie einen Kanal jetzt eröffnet, einen Zweitkanal, und zwar nennt sich der Beauty Forus. Ich werde euch das mal unten in die Infobox verlinken. Und wenn ihr Lust habt, bei der Anke vorbeizugucken, und die hat schon ganz schön zugelegt, jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr, also mit Videos, nicht mit Gewicht, Anke. Aber du hast echt Videos rausgehauen im Moment, hast auch wahrscheinlich Zeit gehabt, nehme ich an. Und jedenfalls, ich finde die Anke sehr sympathisch, und wenn ihr Lust habt, mal bei ihr vorbeizuschauen, dann macht es doch einfach mal. Ich sag's euch einfach, ne, wie gesagt, ist so, ich denke mal, dass die Anke so in meinem Alter ist. Ne? Die färbt sich auch ihre Haare und hat, glaube ich, gerade letztens in ihrem Video erzählt, dass sie sich immer noch nicht traut, ihre grauen Haare durchwachsen zu lassen, so wie ich es halt mache. Aber es ist nicht schlimm, die hat eine tolle Haarfarbe. Ich finde sie auch sehr hübsch, muss ich sagen. Ich mag sie auch sehr gerne. Und vielleicht habt ihr, wie gesagt, Lust, da vorbeizuschauen. Ja, die Anke. So, jetzt machen wir erstmal weiter. Es fiel nämlich eben beim Augenbrauen machen an. Da habe ich gedacht, Mensch, du hast die Anke fast vergessen. Die wolltest du doch heute mal in deinem Video erwähnen. So, wie immer machen wir jetzt ein bisschen Contouring. Das heißt, ich nehme von NYX hier das Puder. Also was heißt das Puder? Die Konturpalette. Und werde jetzt einfach mal mit einem Pinsel, wie immer von Judith Williams, das ist die Nummer 1, werde ich ein wenig in den Farbton gehen. Und zwar in diesen aschigen Farbton. Wieder hier in diesen, von der Seite aus gesehen, der zweite Farbton. Und werde ein wenig Kontur setzen. Und ich finde, das kann man hier jetzt bei der Foundation von MAC sehr gut, weil die ist ja sehr hell und sie deckt ja nicht so, und dann kann man absolut gut mit einem Konturpuder arbeiten. Und ja, das mache ich jetzt auch mal. Ich habe im Übrigen die Foundation wirklich schon sehr oft jetzt in letzter Zeit drauf gehabt, und ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, was trägst du für ein Make-up? Und da habe ich es unten in die Infobox reingesetzt, aber ich habe noch nicht so gesagt, was es genau ist in irgendeinem Video. Ich habe mir gedacht, das hebe ich mir auf und werde ganz einfach ein Video darüber machen, also ein Make-up-Tutorial. Und das mache ich heute hier einfach mal. So, ich bin noch mal mit dem Pinsel von zu Eva beigegangen. Das ist der 103, und zwar dieser hier, der so ein bisschen ganz flach ist dafür, ganz gut zum Konturieren. Ich nehme ihn nicht immer, aber ja, immer öfter, ne? Mal gucken. So, jetzt haben wir das. Jetzt werde ich das Gleiche noch mal ein bisschen hier an meinem Nasenflügel machen. Ich mache das nicht ganz so exakt und ordentlich wie manch anderer. Und es stört mich jetzt auch nicht. So, okay. Ich überlege jetzt gerade, dass ich noch mal ein wenig wieder oben meine, ja, meine hohe Stirn, ne, ein wenig runterhole. Ich muss mal jetzt gucken mit den kurzen Haaren hier, dass ich da so in die Ecken auch wieder reinkomme.
Und hier oben am Ansatz halt, ne, nicht vergessen, dass der nicht so hell ist. Und dann gehe ich hier auch an den Schläfen nochmal runter. Und unten am Kinn noch ein bisschen. So, was wollte ich euch eigentlich erzählen oder euch fragen? Mensch, ich habe schon wieder total vergessen. Ich wollte euch irgendwas fragen wegen Weihnachten. Aber nun ist es auch egal. Auf alle Fälle war es bei uns Weihnachten sehr ruhig. Ach ja, ich wollte mich ganz lieb bei euch bedanken. Oh, dass man das vergessen kann, ne? Ich wollte mich ganz lieb bei euch allen bedanken, die mir auf Facebook und auf Instagram so liebe Weihnachtsgrüße mitgewünscht haben. Ja, ich fand es ganz toll. Ich kenne das ja gar nicht, weil ich hatte früher nie Facebook oder irgendwas. Und dann hat man nur seine Familie und die ist immer sehr klein. Und wenn man dann irgendwann so eine große Facebook- und Instagram-Familie hat, dann freut man sich natürlich, weil da so viele, ja, frohe Weihnachten und Grüße eingegangen sind. Und da war ich so überrascht und ich habe mich richtig gefreut. Dafür wollte ich mich bei euch nämlich nochmal bedanken. Ja, okay, das war es nämlich eben. Ich habe schon beinahe gedacht, ich hätte es jetzt vergessen. So, ich setze nochmal hier unter der Lippe ein bisschen an. Mache es dunkler. Dadurch hat man diesen Schatten, diese Schattenwirkung hier. Ich hoffe, dass ihr es sehen könnt. Nicht, dass hier irgendwie auf einmal der Spiegel im Weg ist. So, okay. Ich werde jetzt das Ganze noch ein bisschen abpudern. Und zwar nehme ich dafür wieder mein NYX Asphaltpuder. Und ich habe euch das ja auch schon gezeigt von NYX Asphalt. Dieses hier, ich halte es euch wieder in die Kamera. Ich mache es andersrum. Nicht vergessen, es gibt ja auch immer neue unter euch. Ich habe ja ganz viele Abonnenten immer wieder dazu gewonnen. Und vielen Dank an alle, wenn ihr mir ein Abo hinterlassen habt. Ich freue mich immer riesig. Und wie gesagt, das ist das Puder von NYX Asphalt. Und hier haben wir einen Kabuki-Pinsel von Bella Pierre. Aber das Ganze werde ich auch unten wieder in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr da gerne mal nachschauen. Also ich habe diesen Kabuki-Pinsel im Übrigen mal in einer Luxury-Box gehabt und habe sie dann letztens auf Amazon wieder gefunden. Also ich werde euch das dann bei Amazon mit verlinken. Dann könnt ihr da schauen. Da ist er noch mit am günstigsten. Ich hatte da dann den günstigeren Anbieter bei rausgesucht und ja, okay. So, jetzt verteile ich das Ganze noch mal ein bisschen. Ich habe gerade überlegt, doch, ich habe einen Blush rausgesucht. Ich habe gerade gedacht, ich hätte den Blush vergessen. So, das reicht auch. Ich mag das Puder von NYX Asphalt im Moment sehr gerne. Es hat ja so eine leichte Tönung, ne? Erstmal mag ich ja diese kleine Schachtel mit diesem goldenen Knauf hier vorne drauf, wenn man das so aufmacht. Und ich finde die Schachtel sehr schön. Und es ist ja ein bisschen getönt, ne? Also es ist ja nicht so ganz transparent. Und aber trotzdem liebe ich das im Moment sehr. Ach, ich sehe gerade meinen Nagellack, habe ich euch gar nicht vorgestellt, ne? Ich habe mir einen neuen Nagellack bestellt und zwar über die liebe Doreen von Avon. Und da gab es so ganz tolle Flaschen, ne? Das sind diese Flaschen, die sind ja so, ich weiß gar nicht, wie geformt, wie man das jetzt so nennt. Aber auf alle Fälle finde ich die super, super schön und die Farbe finde ich so klasse. Garnet ist die, glaube ich, die Farbe Garnet. Ja, die Farbe Garnet ist das und das ist so ein rotes, so ein Burgundrot, ne? Und ein bisschen Glitzer ist so drauf. War eigentlich genau die Farbe, die ich zu Weihnachten wollte, aber DHL war ja so schnell und hat mein Paket verschlammt, was ich mir bei Doreen bestellt hatte. Und ja, dann mussten wir erstmal auf die Suche gehen. Dann hat mir Doreen nett, ne, dass er mir erstmal die Sendeverfolgungsnummer da zugeschickt hat über Facebook. Und ich bin dann erstmal auf die Suche gegangen, wo mein Paket geblieben ist. Ja, fand ich sehr nett. Wir haben es dann jetzt gefunden, ne? Wir haben ja heute den Moment, ich glaube, 28. oder 27. Dezember, ne? Nee, 28. und 24, 25, 26, 27, 28. September, genau. Und da haben wir es gefunden. So, das nächste, was ich benutze, ist wieder im Moment echt mein Lieblingsblush, ne? Also ich benutze im Moment nur den Blush von der Michaela Konrads. Und der ist so schön, weil der passt sich wirklich dem eigenen Hautton an, der ist so komplett natürlich und ich nehme dafür mal hier diesen Stippling Brush von ihr, diesen Stufenpinsel. Das ist der Porzellan Rouge Pinsel, auch von der Michaela Konrads und ich liebe den. Der ist ein bisschen größer. Ich habe den letztens bei der Anke gesehen, die hatte sich bei Michaela auch was bestellt und sie hatte den in klein, ne? Aber dieser hier ist schon relativ groß, wie ihr sehen könnt. Also den liebe ich total. Und dann gehe ich da wirklich immer nur so
zwei, dreimal rein. Und dann fange ich an, das hier relativ vorsichtig mit dem Pinsel, mit diesem Stippling Brush aufzutragen. Ich finde, damit braucht man dann nicht immer so ganz doll aufpassen. Der verteilt das dann super. Ne? Und dann hat man nicht immer das Glück oder das Pech, was ich habe, dass ich dann mal wieder Overblush bin. Ne? Ich weiß, also mein Essence-Video, das läuft ja immer so, echt, das ist der Knaller. Ich weiß gar nicht, was an dem Video so war. Jeweils habe ich da immer noch ganz viel Aufrufe und da habe ich ja ein bisschen zu viel Blush benutzt und immer noch wird es gesagt. Ne? Ich weiß es, ich habe es auch schon oben drüber geschrieben, aber da war das auch mit der Kamera noch nicht so. Ne? Da musste ich mich immer mit der Kamera einfuchsen und ja, das war dann gar nicht so einfach. Ne? Aber jetzt geht es ja so einigermaßen. Manchmal ist es zweimal noch so ein bisschen, dass die auf einmal ausgeht oder so, aber ich komme so langsam mit den Farben klar, dass man weiß, von dem und dem braucht man manchmal ein bisschen mehr oder weniger und da war ich absolut overblush. So, jetzt nehme ich natürlich auch von Michaela Conrad wieder meinen Peekaboo Concealer. Das ist ja dieser hier, der Mainstream, das ist ja der Farbton und werde damit wieder mein Augenlid vorbereiten. Ich hatte dieses Video eigentlich auch schon abgedreht gehabt, ne? Zwischendurch. Ich hatte mir von, jetzt bin ich gerade auf der Suche nach dem Pinsel, dann nehme ich auch diesen Pinsel von der Michaela Conrad, dieser, ich sage mal, Katzenzungenpinsel dazu. Das ist die Nummer 10 Peekaboo und gehe jetzt, wie gesagt, in den hellen Farbton rein und ein bisschen in den dunklen und wieder in den hellen. So, na jedenfalls, was wollte ich jetzt erzählen? Jetzt habe ich den Faden verloren, ne? Wenn ich nachher das Video gucke, dann denke ich, ja genau, ich hatte was Neues bestellt. Und zwar bei QVC von The Balm. Und da war auch eine ganz tolle, oder ist eine ganz tolle Lidschattenpalette dabei. Und es war ein, oder ist ein Eyelid Primer dabei. Und ja, den habe ich den letztens aufgetragen. Und ich denke mal, als Primer an sich wird er sehr gut funktionieren. Aber der deckt natürlich hier nichts ab, ne? Das heißt, der hat zwar auch eine Tönung, aber ich habe ja so Rötungen, so kleine rote Pünktchen hier und die decke ich immer ganz gerne mit ab, so dass man das auch nicht mehr so sieht. Ja, und bei diesem Primer von The Balm war das alles noch zu sehen und oh, da war ich mich jetzt schon wieder so geärgert, weil ich dachte, okay, wenn du den jetzt zurückschicken willst oder nicht behalten willst, je nachdem, muss mal gucken, ob ich mit der Palette ganz gut klarkomme, weil ich hatte es ausprobiert und war überhaupt nicht begeistert und ich habe ausgesehen, für mich jedenfalls, ne? Also ich fand es dann nicht so toll und habe das Video dann wieder gelöscht. Also eigentlich wäre das mit der MAC Foundation ja schon fertig gewesen, aber irgendwie war ich wieder nicht zufrieden. Ja, und habe es dann halt wieder gelöscht. Ne? Und jetzt muss ich erstmal gucken, ich probiere das mit der Palette noch mal ein paar Mal so aus. Ja, und schau dann mal. So, jetzt habe ich das Puder vergessen. Ne? Ich könnte natürlich auch das Puder von Nick Asphalt nehmen. Das müsste eigentlich auch gehen. Ich nehme jetzt mal einfach hier meinen Blenderpinsel von Rossmann For Your Beauty aus der Serie und werde das Ganze jetzt mit dem Nick Asphalt Puder einfach abpudern, weil ich jetzt vergessen habe, das von der Michaela hier mit herzunehmen. Und nehme jetzt aber einfach das hier. Es geht aber genauso gut. Und da es auch ein bisschen Tönung hat, ja, geht das ganz gut, denke ich mal. Also ich werde es mal sehen. Dürfte nicht allzu dramatisch sein, dass das jetzt damit abgepudert ist. So, und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt nehmen wir, weil ich heute so ein bisschen dezent bleiben wollte mit meinem ganzen Make-up, nehmen wir diese kleine, auch dieses kleine Teil hier von, und zwar in der My Little Box, da war doch ein Lidschatten drin. Könnt ihr euch erinnern? Ich hatte euch ja My Little Box vorgestellt. Und da waren doch diese zwei schönen Farben drin. Das ist einmal so ein ganz zarter Rosenholzton und dann so ein bisschen, ja, es ist so ein Braunton. Man könnte aber auch meinen, da wäre auch so ein bisschen Aubergine mit drin oder so. Und da habe ich mir jetzt überlegt, den werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und zwar nehme ich als erstes erstmal wieder meinen Schwammapplikator, weil ich habe einfach gemerkt, um die Base aufzutragen, manchmal komme ich am besten mit klar, wenn ich so einen Schwammapplikator nehme. Ne? Ich habe den von For Your Beauty und ich muss mal gucken, ich hatte die ja auch mal aus dieser alten Serie mit den normalen dunklen Holzgriffen. Hier sind das ja diese Bambusgriffe und ich finde, die, weil der Aufdruck verschwindet schon. Ich muss mal sehen, ob die genauso gut sind wie die alte Serie noch. Auf alle Fälle gehe ich jetzt hier in diesen Rosenholzton rein. Und werde erstmal gucken. Ah ja, okay.
ein bisschen Krümels, aber nicht viel, und werde das jetzt hier aufs bewegliche Augenlid auftragen. Oh, das ist aber ein schöner Farbton. Das ist aber ein schöner Farbton. Wenn ich gleich soweit bin, denke ich mal, hole ich euch noch mal ganz kurz ran mit der Kamera. Ich trage das jetzt mal auf. Der schimmert auch nicht. Oder der hat so ein ganz, kennt ihr das, semi-matt Seidenmatt? Aus der Farbwelt kenne ich das, ne? Wenn man Türen streicht, dann gibt es so dieses Seidenmatt. Und hier habe ich gerade das Gefühl, das ist so ein bisschen Seidenmatt. Das ist nicht viel Schimmer, das schimmert auch nicht. Aber man hat auf einmal so das Gefühl, oh, da ist so ein bisschen, irgendwas ist da, aber nicht viel. Aber so viel, dass man sagen kann, dass es schön und gut aussieht, aber nicht zu viel ist. Weil ich weiß ja, dass viele von euch sagen, nee, in dem Alter kein Schimmer mehr auf Schlupflider und auf faltige Schlupflider wie bei mir. Und ja, ich mache es ja trotzdem, ne? Nicht immer, aber in diesem Fall fällt es wirklich kaum auf. Ich mache mal eben mit dem Pinsel, gehe ich jetzt nochmal in den dunklen Farbton rein und werde das mal in die Lidfalte geben. Und zwar nehme ich dazu den Pinsel von Zu Eva, ne? Den 227 der Luxy Soft Definer. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich gehe da mal vorsichtig rein, weil eigentlich gibt die kleine Palette hier, diese süße kleine Palette, ganz gut Farbe ab. Und das werde ich jetzt mal so richtig hier in die Lidfalte setzen. Ja, und ich finde schon, dass der Ton also irgendwo sich ähnelt. Ja, es gibt gut Farbe ab. Ich merke es gerade. Mal gucken, dass es nicht zu viel wird hier. Aber ich hole euch gleich mal ran. Ich nehme auch gleich erstmal den Blenderpinsel und werde das Ganze gut verblenden. Ja, man hätte jetzt auch bei dem hellen Farbton bleiben können und hätte jetzt gar nicht den dunklen genommen. Das kann man auch. Aber ich werde mal gucken, dass ich das hier jetzt ganz gut verblendet kriege. Und vielleicht sieht man das dann auch gar nicht mehr so doll. Weil ich fand das eben schon relativ stark, ne? Was man da an Farbe... Ich werde jetzt auch nochmal von den hellen Farbton nochmal wieder unten was aufs bewegliche Lid auftragen. Ups, okay. So, ich werde jetzt einfach noch mal ein bisschen wieder was von dem hellen auftragen und mache noch mal einen unteren Wimpernkranz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir gedacht, ich mache das doch noch mal mit euch zusammen hier. Ich werde jetzt wieder was von dem helleren Farbton nehmen und zwar habe ich hier diesen Pencil Brush von Zu Eva. Das ist die 230. Ich finde den sehr schön. Ich möchte ihn euch noch mal zeigen. Wisst ihr, warum ich den so gut finde? Der ist doch vorne so spitz, ne? Wie so ein Stift halt. Ne? Deswegen wahrscheinlich auch Pencil Brush. Und damit kommt man so wunderbar hier unten an diesen unteren Wimpernkranz ran. Den finde ich richtig toll. Ist ja, ich finde ja diese kleine Palette so süß, weil das eine ganz tolle Farbe ist. Oh, ich finde die ganz toll. So, ich muss mal gucken, dass ich das mal so ein bisschen mit diesem anderen Pinsel hier verblende. So, und jetzt nehme ich noch was von dem dunkleren Farbton und setze den nur hier an den äußeren Rand. Genau da, wo ich hier oben dann praktisch mit dem dunklen Farbton auch, dass ich da so zusammenkomme. So, ich werde euch jetzt mal ein bisschen näher ranholen. Moment mal, in die andere Richtung. Und dann könnt ihr das, glaube ich, ganz gut erkennen, was das für ein Farbton ist. Ne? Ich mache mal die Augen zu und drehe mich mal ein bisschen. Ich weiß, dass die Kamera das wahrscheinlich nicht ganz so gut rüberbringen wird, wie es eigentlich hier aussieht. Hier ist es total schön. Das ist natürlich was ziemlich Helles. Ne? Und das ist immer das, wo ich denke, okay, das kann die Kamera manchmal nicht ganz so toll rüberbringen, wenn das dann zu hell ist. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Pinsel hier rein in die Lidfalte. Da sind ja noch so Reste dran. Und jetzt nochmal mit dem Blenderpinsel hinterher. So, ich werde euch auch gleich mal zeigen, welche Mascara ich benutze. Und zwar eine Mascara, über die ich letztens noch gefrotzelt habe und gemotzt habe. Ja, ich bleibe mal so nah dran. Und zwar habe ich hier eine kleine Mascara von Urban Decay. Ich glaube, die hatte ich euch letztens schon in die Kamera gehalten. Und diese kleine Mascara, das ist ja nur so eine Probe, die war ja bei der Urban Decay Palette mit dabei.
Und dann habe ich ja gesagt in dem Video, glaube ich, ja, so toll finde ich die gar nicht und hin und her. Und jetzt, wie gesagt, habe ich sie ein paar Mal aufgetragen. Und jetzt ist sie wirklich von einem ja, Flop-Produkt zu einem Top-Produkt geworden. So könnt ihr mal die Bürste erkennen. Und ich fange jetzt mal an, dass ich die Mascara auftrage. Und wie gesagt, ich finde die richtig gut. Das Einzige ist jetzt im Moment, ich komme mit diesem ganz kurzen Stiel nicht so gut klar. Aber wir werden sehen. Jedenfalls ist die sehr schön. Die trennt die Wimpern so. Aber nicht so definiert, sondern so buschig. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, was ich meine, wenn ich sage, so buschig dabei. Ne? Die ist nicht so, dass sie jetzt Wimper für Wimper so ein bisschen mit verklebt und dann trennt, sondern ich weiß nicht, man hat hinterher das Gefühl, man hat irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, die Wimpern nur gefärbt. So sieht das irgendwie aus. Ich finde das total super. Ich mache mal jetzt beides fertig und den unteren Wimpernkranz und dann sehen wir uns mal wieder. Bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich habe jetzt erstmal so eine Schicht getuscht und ich mache jetzt mal die Augen zu und dann könnt ihr das erkennen. Und ich habe immer das Gefühl hier im Spiegel, man kriegt so Puschelwimpern. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht so definierte Wimpern und so verklebt und dann so, weiß ich auch nicht. Hier ist das so, die sind so, weiß ich nicht, puschelig geworden. Als hätte man so Wimpern, weiß ich auch nicht, dazwischen gesetzt oder irgendwas. Jedenfalls stempelt die auch nicht ab. Und ich habe mir also schon überlegt, ja, also ich werde mir diese Wimperntusche, also diese Mascara wahrscheinlich jetzt wirklich bestellen. Ne? Ich mag die richtig gerne. Und ich gucke noch mal zur Seite und noch mal ein bisschen hoch und so hin und her. Und dann könnt ihr das, glaube ich, ganz gut erkennen. Jedenfalls, oh. Ja, diese Mascara, ne? Also ich finde, das ist, ich weiß nicht, ich mag die total gern. Ich weiß nicht, ob die was für jeden ist, aber auf alle Fälle, ich finde sie sehr schön. Jetzt könnt ihr vielleicht auch das mit dem Augen-Make-up-Band gut erkennen. Nur zwei Farben. Finde ich, das reicht auch manchmal. Man braucht nicht immer 1000 Farben und ich weiß es nicht. Ne? Wo gehe ich dann auch ganz gerne mal so raus und dann passt das. Okay, jetzt habe ich mir überlegt, ich drehe euch mal wieder ein Stückchen weiter weg. So, und werde jetzt heute auch einen Lippenstift verwenden, der so ein bisschen dazu passt. Und zwar war der letztens, glaube ich, in der Glossy Box. Ne? Könnt ihr euch daran erinnern? War das in der Glossy Box? Oh, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das war die Glossy Box, dieser hier. Und das ist ja so ein Nude-Farbton und den mag ich ja auch total gerne. Und was ich jetzt immer vorher mache, bevor ich neuerdings Lippenstift auftrage, ich neutralisiere meine Lippenfarbe, indem ich einfach ein bisschen, man könnte jetzt auch so einen Lip Primer verwenden, aber den habe ich nicht. Ich nehme jetzt von der Foundation und gehe damit jetzt über die Lippen, so dass ich am Ende so ein bisschen den Farbton meiner eigenen Lippen abdecke. Und ich finde, das ist immer so ganz schön, dass man dann, wenn man dann den Lippenstift aufträgt, dann hat er auch so ein bisschen die Farbe, die er eigentlich haben soll. Und nicht vielleicht durch meine eigene Lippenfarbe verfälscht und so. Und jetzt trage ich den einfach mal auf und den, oh, mag ich total gern. Da muss man auch nicht ganz so vorsichtig sein, weil der ja wirklich so Nude-Farben ist. Also das ist, da kann man auch mal ein bisschen übermalen. Im Gegenteil, dann hat man so ein bisschen Highlight an den Lippen. Und das ist so der Farbton, den ich im Moment dazu ganz gerne mag, ne? Weil das irgendwie kommt es so ein bisschen mit in diesen Farbton rein. Ich zeige euch das mal. Und zwar so. Ich gehe mal vor die Kamera und dann könnt ihr sehen, dass das so ein bisschen in dieser Farbpalette auch drin ist. Und deswegen habe ich mir überlegt, den nehme ich jetzt. Und ich könnte jetzt nochmal zu DM fahren. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich wollte noch was kaufen, was ich euch zeigen wollte. Und ich glaube, dann kann ich so ganz gut losfahren. Ein wenig so überschwingt und dann sieht das eigentlich noch ganz normal aus. Ja, meine Lieben, das war's. Ich wollte euch, wie gesagt, eigentlich ja nur die MAC Foundation zeigen. Ne? Aber ja, ich habe mich jetzt gleich ganz fertig gemacht und ja, ich werde, glaube ich, noch mal schnell mal gucken, wie spät wir es haben gleich, dass ich noch mal zu DM fahre und ein paar kleine Besorgungen mache. Vielleicht noch mal so einen kleinen Haul oder so, mal sehen. Okay, gut,
Das war's. Das ist meine, ja, das ist mein Look. Ich danke euch fürs Zuschauen wieder und ich freue mich schon auf die nächsten Videos, die jetzt kommen. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe jetzt mehr Zeit und es kommt nicht noch wieder unangemeldeter Besuch. Und dann werde ich jetzt einfach heute Abend auch gleich weiter loslegen. Ich wollte noch eine Abschminkroutine machen und danach noch eine neue Maske ausprobieren. Und die zeige ich euch dann auch gleich. So, vielen Dank und dann bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.